Ja, so ist das. Geil. Aloha und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Sonne. Ich habe mich hier direkt mal umgezogen. Ich habe mir ein paar hübsche Sachen gekauft. Wollte euch den langwierigen Prozess des Klamottenaussuchens ersparen. Ja, wie kann man sich Augenfarbe aussuchen? Also Kontaktlinsen, Haselnussbraun, Grau, Grün, Blau, Schwarz, Gelb, Braun. Würde es dann gerne mal auf grün ändern. Zack, genau das ist der Zwergenfürst. Naja, also zumindest von Augen und Kleidungsstil her. Ja, so kann es weitergehen. Jetzt haben wir unseren Look ein bisschen personalisiert. Jetzt sind wir nicht mehr Sun, sondern der Zwergenfürst. Okay. Was ist hier drin? Egal was als Frisur oder Haarfarbe auch dir vorschwebt, wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Ah, ein Friseur. Ja, ihr merkt schon, es wird heute ein Shopping-Tag sozusagen. Wir werden uns heute in der Stadt ein bisschen umsehen. Ja, vielleicht auch ein Pokémon fangen. Mal sehen. Du kannst aus einer ganzen Reihe von Haarschnitten wählen. Machst du es eher sehr kurz oder mittelkurz? Oder darf es was ganz Besonderes sein? Oder darf es vielleicht Zöpfe sein? Wir färben dir auch ganz sogar die Haare, wie du möchtest. Na, was sagst du? Probier doch mal einen neuen Look aus, wo du schon mal hier bist. Na klar, probiere ich einen neuen Look aus. Herzlich willkommen, was können wir für dich tun, junger Herr? Haare schneiden, Haare färben, Haare schneiden und färben. Das kennen wir aus Pokémon Y. In Illumina City konntest du dir im Friseur schon die Haare schneiden, Haare färben oder Haare schneiden und färben lassen. Da gab es schon die Möglichkeit. Ich würde mal sagen, ich bin mit meiner Haarfarbe, glaube ich, aktuell ziemlich zufrieden. Deshalb würde ich mal sagen, nur Haare schneiden. Haare schneiden, kein Problem. Das kostet 4000 Poké-Dollar. Einverstanden. Wow. Hoher Preis, aber gut. Ja, nehme ich. Folge mir, ich bringe dich zu deinem Stuhl auf. Deine Sachen passe ich schon so lange mal auf. Okay, das sind meine aktuellen Haare. Wow. Zwergenfürst, du hast ja ein Flammeau angeschafft oder was auch immer da stand. Dieses Pokémon kenne ich auch. Ich bin ein riesiger Fan von Flammeau. Also gut, was soll es heute sein? Mittelkurz und glatt, sehr kurz, zurückgekämpft, Zöpfe. Zöpfe habe ich nicht. Zurückgekämpft, was ist zurückgekämpft? Okay. Sehr kurz, mittelkurz. Versuch's erstmal mit mittelkurz, würde ich sagen. Mittelkurz und glatt. Ah, nee, meine Haare sind nicht glatt. Ehrlich gesagt, ziemlich zerstrubbelt. Ich versuche mal mittelkurz. Gibt es da ein Vorschaubild, oder? Du wirst aber nicht viel anders aussehen als jetzt. Bist du dir sicher? Nein. Okay, dann wird es wohl sehr kurz sein. Ja, weil wenn das mittelkurz ist, also hallo. Dann sehr kurz, bitte. Ja, einmal sehr kurz. Alles klar. Gut, dann fange ich jetzt an. So, wasch, wasch, schnipp, schnapp, föhn. Ach du, Kacke. So, das wäre geschafft. Tada, toll siehst du aus. Als Dankeschön aktualisieren wir auch dein Trainerpassfoto. Och, bitte nicht. Muss mich nochmal angucken, wie sehe ich denn jetzt aus? Guck mal nach dem Trainerpass. Wo habe ich den denn?
Wo ist denn mein Trainerpass? Ach, hier. So. Muss ich vielleicht mit der Frisur leben? Ja. Na. Vielleicht später. So. Ja, so sieht's aus. Ja. Yep. So sieht's aus. Boah. Ja, ich denke, das muss es ja sein. Gewöhnungsbedürftig, aber ja, eine kurze Frisur ist, glaube ich, sowieso besser bei diesen Temperaturen. Ja, ihr werdet euch dran gewöhnen müssen. Ist halt mehr personalisiert. Wieso kann ich hier nicht rein? Das Kampfbuffet ist der Schlemm- und Spachtelpunkt des Einkaufszentrums. Okay. Aber wieso kann ich da nicht rein? Ja. Dann halt eben nicht. Gehen wir die Straße weiter lang. Oh ja, das Pokémon, da kennen wir. Aus der Demo-Version. Wer die Demo-Version nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Herzlich willkommen im Kaffeebereich des Pokémon Centers. Hier können sich Trainer kurze Auszeit gönnen. Was soll ich dir bringen? Ach, das kennen wir doch. Roserade-Tee. Ohne einen Tee. Doch nicht einen Tee. Bitte nicht einen Tee. Tees finde ich eklig. Bah. Gib mir Kaffee. Gib mir endlich mal Kaffee. Hier gibt es scheinbar in jedem Laden eine andere Spezialität, aber. Ich brauche einen Kaffee. Ich bin müde. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Ja, ich lade mal meinen Pokémon wieder auf. Kann ich schauen? Gut. Und was mit dir? Einen schönen guten Abend. Du musst Zwergfrost sein. Ich habe ein Geschenk für dich erhalten. Ich habe hier ein Pokémon für dich. Möchtest du es annehmen? Ja, klar doch. Mamfaxo erhalten. Oh ja. Stimmt ja, das hatte ich mir offline heruntergeladen. Das könnt ihr euch, wenn ihr das Spiel gekauft habt, über... Moment. Über die Option Geheimgeschehen runterladen. Da müsst ihr dann über das Geheimgeschehen dann Geschenk empfangen wählen und ja... Ihr bekommt dann so ein kleines Prospekt mit in der Edition und dort könnt ihr euch das Mamfaxo inklusive Z-Dingens runterladen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast einen Pokémon in deinem Pokédex registriert. Ein Mamfaxo. Ja. Möchtest du Mamfaxo einen Spitznamen geben? Ja, ich muss sogar Mamfaxo einen Spitznamen geben. Das sind die Nutzlock-Regeln. Wie nennen wir das Mamfaxo? Es ist ein Weibchen. Es ist ein Weibchen. Das ist das Team-Pokémon für mein Starter-Pokémon. Bloß, wie nennen wir es? Okay, mir ist jetzt kein besserer Name eingefallen. Lilly, habe ich es genannt, wurde in dein Team aufgenommen. Okay, wie gesagt, wir haben ein Z-Kristall namens Relaxonium Z erhalten. Ja, das Geschenkpaket enthält als Bonus ein Exemplar des Items Relaxium Z, wie er es gerade wiederholt hat. Hier, bitteschön. Deshalb, wenn wir das Mamfaxo jetzt zu Relaxo, zu dem dicken Relaxo erweitern, also entwickeln, dann können wir ihm dann den
Z-Stein geben, was wir schon jetzt tun können. Ja, Relaxonium. Das Pokémon ist eine... Ach ja, nein. Dann muss ich noch ein bisschen warten, bis ich das entwickelt habe und erstmal in der Box aufbewahren. Gut. John hat einen Partner, Lilly. Und damit wäre das erste Ehepaar zusammengekommen. Ich habe dem Captain Bescheid gesagt, dass sich schon wieder Mitglieder von dem Skull am Hafen herumtreiben. Wie heißt es so schön? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Für Team Skull geht das ganz besonders. Diese Typen sind echte Schurken. Sie fangen ohne Vorwarnung Streit an und versuchen, die Pokémon anderer zu stehlen. Auf die Pokémon in der Prüfungsstätten haben sie es auch abgesehen, vermutlich um sie zu verkaufen. Sie schaffen es zwar, sich einzuschleichen, aber der Rest des Plans geht wie immer in die Hose. Halt eben Team Rocket 2.0. Ja, ich werde mich trotzdem noch ein bisschen hier umschauen. Joa, kurz gestockt. Weiter geht's. Heute bummel ich ein bisschen in der Stadt rum. Wir haben gerade gehört, es geht schon langsam an Team Skull. Die haben wir auch in der Demo-Version kennenlernen dürfen. Ja, war eine nicht so gute Erfahrung. Was sagt er da? Okay, ich wurde irgendwie angemeldet. Ja, dieses Gebäude kennen wir auch schon aus der Demo-Version. Ja, vieles hier direkt aus der Demo-Version. Hier stand irgendwo, ja, hier stand ein Macho Mai in der Demo-Version. Ich kann die Türen immer noch nicht betreten. Ja. Also, für alle, die Demo-Version nicht gelesen haben, gesehen haben, schaut sie euch an. Ist in der Infobox verlinkt, oben rechts ein i. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch reinziehen. Hier ist rohes Gras innerhalb einer Stadt. Das haben wir auch noch nicht gesehen in den vergangenen Editionen. Ein wildes Pokémon erscheint. Ein Mauzi. Das kann jetzt männlich oder weiblich sein, wenn wir das fangen wollen. Es ist weiblich. Fangen wir uns das? Ist ein Mauzi gut im Team? Ich würde mal sagen, ich versuche es zu fangen. Zwei Katzen-Pokémon im Team. Vielleicht kann ich dann doch noch tauschen. Was sagen die Regeln? Ein weibliches Mauzi. Wird ein weibliches Pokémon gefangen, muss das nächste gefangene Pokémon männliches sein. Ja, das ist ja gefangen. Ich habe das Manfaxo nicht gefangen. Versuch's erstmal zu fangen. Ich habe das Regelwerk hier immer neben mir liegen, weil falls Fragen kommen. Achso. Beute. Einmal Pokéball oder Superball. Na, erstmal Pokéball. Los, Pokéball! Mauzi! Fang dich! Eins! Kaum nicht mal zum einen. Joa, dann halt Superball! Beute. Superball. Ich riskier's. Zack. Und. Hopp. Eins. Zwei. Drei. Yay. Gefangen. Klasse. Mauzi wurde gefangen. Da steht nichts auf meiner Liste.
Deshalb Mozi Eintrag im Pokédex. Würde mal sagen, gib dem erstmal einen Namen. Schau dir das Pokémon, das du gefangen hast, gleich mal genauer an. Ursprünglich existierte es in Alola nicht. Durch Menschenhand wurde es verbreitet und ausgewildert. Es ist listig und sehr stolz. Ein Pokédex-Eintrag. Mozi, möchtest du dem Mozi einen Spitznamen geben? Ja, natürlich möchte ich dem einen Spitznamen geben. Wie nenne ich das? Lea ist ein guter Mädchenname. Der gefällt mir persönlich. Ich habe schon gehört in den Kommentaren, es haben sich einige beschwert unter einem Pokémon-Sonne-Part. Ich solle mehr solche Namen wie Katzi oder Mautz oder sowas, irgendwie solche Verniedlichungen nehmen. Aber ich nehme lieber gerne menschliche Namen. Das ist, oh, hier war ich schon. Menschliche Spitznamen, weil so entsteht, glaube ich, eine bessere Bindung zwischen Mensch und Pokémon. Wenn Mauzi nicht Muschi heißt, sondern, wie habe ich sie genannt? Lea. Ja. Finde ich, glaube ich, auch etwas besser. Los, John! Gut, ihr könnt mal vielleicht direkt hier mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Vielleicht mache ich es auch als Abstimmung. Ganz oben rechts in der Infobox. Neben der Demo-Version könnt ihr jetzt mal abstimmen, welcher der Lebenspartner von John werden soll. Kann ich gleich mal zeigen. Dürft ihr jetzt mal auswählen. Soll Lea? Moment. Soll es Lea werden? Ich muss mal nach unten gehen. Soll es Lea werden? Oder soll es Mamfaxo werden? Ihr habt die Wahl. Stimmt ab. Ihr habt, wenn dieses Video online ist, also ab dem Zeitpunkt, wo das Video online kommt, habt ihr 48 Stunden Zeit. Also 2 Tage. Dann steht die Entscheidung fest, welches das Leben der Lebenspartner wird. Die Entscheidung ist euch überlassen, der Community. Also stimmt fleißig ab. Und ja, dann einer von den beiden wird noch Single bleiben, der andere wird in einem darauf folgenden Part dann verheiratet. Also stimmt ab. Hey, Zwergenfürst, das ist der Laden, den ich dir zeigen wollte. Hier gibt's etwas super Leckeres. Soll dein Team erfolgreich sein, dann kauf Malasadas ein. Nur ein Häppchen davon und dich liebt jedes Pokémon. Wenn dir etwas an deinem Pokémon liegt, musst du ihnen einfach ein paar Malasadas kaufen. Vielleicht gehe ich als nächstes zum Hafen und brülle alles ins Meer hinaus, was mir auf dem Herzen liegt. Opi, ich werde dich besiegen, selbst wenn du alles gibst. Sowas in der Richtung, hehehe. Joa. Dann gehen wir mal rein und gucken uns das Ding an. So, zack, hier rein. Ich brauche ein paar von diesen Malasadas, bitte. Willkommen in Malasada-Laden, der Wiege des guten Geschmacks in Alola. Welchen Malasada darf ich dir anbieten? Ich hätte dann gerne den Schokoladen-Malasada. Was? Haben sie nicht? Okay, dann hätte ich gerne einen Karamell-Malasada. Was? Haben sie auch nicht? Dann geben sie mir halt irgendwas. Ein Zucker-Malasada? Okay, ja. Vielen Dank. Wieder ein Pokémon? Ich geb's John.
Dann nimm bitte Platz. Ich bringe dir gleich einen frisch frittierten Manasada rüber. Was, frittiert auch noch? Frittiert mit Zucker? Ja, nicht so meine Geschmacksrichtung. Du fütterst deinen Flamiao mit dem Zuckermalasada. Flamiao verdrückt den Zuckermalasada. Flamiao ist zutraulicher geworden. Na, das ist für das Starter-Pokémon doch wichtig. So, dann mal wieder raus. Das hätten wir auch erledigt. So. Und was gibt's hier? Ein Kampffeld zwischen zwei Macho-Mais. Und das sagt Mai. Mai, Mai. Genau. Sü. Oh, hier haben wir eine Polizeiwache. Das letzte Haus im Dorf. In der Stadt wahrscheinlich. Ich weiß zwar nicht, wie es in anderen Regionen zugeht, aber in Alola ist es immer friedlich. Die Leute hier haben bestimmt keine Angst, von den Schutzpatronen der Insel bestraft zu werden. Ah, aber deshalb gibt es eine Polizeiwache, weil alles friedlich ist. Macht Sinn. Wenn keine... Warum gibt es eine Polizeiwache, wenn keine... keine Straftaten passieren? Das macht doch absolut keinen Sinn. Komm, spielen wir Grand Theft Auto und steigen in das... Und das Auto, nee, das funktioniert hier in diesem Spiel nicht. Ja, wir können jetzt nicht kriminell werden und der Polizei eine Aufgabe geben. Das funktioniert so nicht. Ah, wo geht's hier lang? Ja, wird hier mal kurz noch reinschauen. Oh, Vorsicht, frisch gestrichen. Da komme ich nicht durch. Dann gehen wir mal hier lang. Hau, holy Hafen. Okay. Wer bist denn du? Hallöchen, ich bin Captain Edimar. Jo, jo, jo. Team Skull Sart zu grüßen ist nicht zu grüßen. Oha. Jetzt kommen die Pappnasen. Jo, Captain, lass mal deine Pokémon rüberwachsen. Ach, die kenne ich doch von der Trainerschule. Du bist doch also gleich nach Hauholi gekommen. Oh, du aufgeblasener Typ, was fällt dir ein, uns zu ignorieren? Dann machen wir Platz. Meine Güte. Es ist Diebstahl, die Pokémon anderer Leute an sich zu nehmen. Zwergfürst, richtig? Dürfte ich dich bitten, den Herrn da zu übernehmen? Ich kümmere mich um diesen hier. Okay, auf geht's in den Kampf. Aber erst im nächsten Part. Bis dahin eine gute Zeit. Gehabt euch wohl.